Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir hatten in der letzten Folge ein schönes Weihnachtsspecial gemacht, so wo ich eine Höhle extra für euch, oder drei Höhlen insgesamt, extra für euch von Anfang bis Ende durchforstet habe, erkundet habe. Und schon ein paar Wege gefunden, wie wir ja ins große Loch, ins Arschloch der Welt da hineinkommen. Aber da es jetzt ein bisschen dunkel wird, würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück. Und legen uns mal pennen. So. Ja, komm. Im Grunde die Treppe da hinten brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben hier ja noch jede Menge Knochen. Wir könnten noch mehr Knochenrüstung machen. Aber wir gehen erstmal hier ins Bett. Können wir noch nicht. Ja, dann. Wir haben hier jede Menge Stickies. Können die dann da hinten schon mal platzieren, alle. Wir haben nichts mehr. So. Stöcker brauchen wir insgesamt. Das hier gefällt mir gar nicht. So. Egal. Sobald wir hier fertig sind, wollen wir eh umziehen. Wohl kann echt noch ein Weilchen dauern, bis wir hier fertig sind. So viel wie wir hier geplant haben. Wird auch Zeit, dass wir mal uns irgendwie so eine Dingstasche machen. So eine hier Dings, wie heißt das? Stecker. Warte, für Stecker brauchen wir so eine Stockbeutel, ein Hasenfell, drei Tücher und zwei Seile. Hasenfell. So. Was noch? Und drei Tücher. Eins, zwei, drei. Dann haben wir jetzt einen Stockbeutel. Müssen wir jetzt eigentlich mehr tragen können, ne? 20. Ja, 20 Stöcker. Schon mal besser. So. Mehr Stöcke haben wir jetzt hier auch nicht mehr. Schade. Aber schon alles wieder verbraten. So, ein Stock. Und dann. Ah, wir sind wieder hungrig und durstig. Dann snacken wir hier so schon mal. 8 Riegel haben wir noch. Und schauen wir mal, ob wir schon pennen können. Und? Nee, können wir noch nicht, aber wir können schon mal speichern. Nein. Dann würde ich sagen, hier. Ja, bestätigen. So. Können wir dann in der Zeit eigentlich alles machen noch? Ja, hier können wir eigentlich schon mal planen, so Trockengestelle zu machen, was Essen angeht, hier. Ah, so ein Trockengestell, genau.
Machen wir dann hier einen. Und hier den zweiten. Hier kommt dann noch einer hin, der dritte. Jetzt gibt es nur einen. Gott, okay. Wassersammler haben wir ja. Dann machen wir hier noch mal ein paar. Eins. So, zwei, drei. Nein, nicht die Map. Dann kommt hier vierte hin. Und dann packen wir hier auch noch mal einen so hin. Fünf. Und da noch einen. Den drehen wir noch ein bisschen. Da ist der 6. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Trockengestelle. Können wir hier richtig viel Essen eigentlich dann bunkern? Hier wird das Esszimmer sein. Also einfach nur so, damit wir eins haben, einfach damit es schön aussieht. Hat keinen großen Zweck. Was wollten wir hier machen? Hier soll der große Warenlager sein. Und dann sollte hier, glaube ich, die Waffenkammer werden. Und hier halt das große Wohnzimmer. So. Packen wir mal die ganzen Knochen hier rein. Haben wir keine mehr. Was haben wir hier noch für Felle? Bambi. Was kann man mit Bambi-Fell nochmal alles machen? Eine Speertasche. Ein Wärmeanzug. Okay. Packen wir Bambi wieder dahin. So, wir brauchen noch einen richtigen Steinbeutel. Dafür brauchen wir ein Wildschwein. Und Köcher brauchen wir drei Hasenfelle. Aber Hasenfelle haben wir jetzt, glaube ich. Hasenfell haben wir jetzt nicht. Schade eigentlich. Das heißt, sobald wir gepennt haben. Ach, dauert noch immer ewig. Muss pennen. Sobald wir aber gepennt haben, holen wir uns auch noch mal Hasenfelle. Das gefällt mir gar nicht hier. Das bauen wir noch mal anders. Eigene Wand. Noch mal so. Und dann so. Ja, so ist besser. Jo. Da kommt hier noch ein einfaches Dach hin. Und dann ist das hier eigentlich im Grunde fertig. So, jetzt mal schauen, ob wir jetzt endlich pennen können. Würde jetzt gerne pennen. Boah, wie viele Stöcker wir jetzt eigentlich brauchen. Kann doch nicht sein. Gleich müssen wir pennen können. Jeden Moment müsste es gehen. Ja, komm schon. Ich muss pennen. Ich habe Hunger. Komm schon. Kann doch nicht sein. Ja, komm, komm.
Jetzt gleich. Ja. Ja. Und? Ja, Penn. So, und guten Morgen, Leute. So, dann können wir jetzt mal rübergehen. Und dann noch mal ein paar Baumstämme und Stöcker holen. Und heute ist ja jetzt auch schon der erste Weihnachtstag. Da mache ich auch eine etwas längere Folge zur ersten und zweiten Weihnachtstag. Werden zwar jetzt zwar ein paar Baufolgen sein, aber dafür hatte die jetzt gestern fast 3 Stunden hier ordentliches Weihnachtsspecial mit Höhle, so ein bisschen Story. Sogar 3 kleine Weihnachtsgeschenke hatten wir bekommen gehabt. So hier Kettensäge hatten wir bekommen. Kletteraxt haben wir jetzt bekommen. Katana haben wir jetzt bekommen. Ah, und noch das Spielzeug haben wir vervollständigt. Auch jetzt mal eine Idee wäre. Das neue Lied hier. Das wollten wir auch mal zu Ende hören. Ja, klingt schon geil, auf jeden Fall. Ist mal was anderes als die anderen Lieder. So, und da wären wir. Ich pack mal lieber so. Dann würde ich sagen, wir gehen mal auf den Bogen zuerst, weil als allererstes will ich uns 3 Hasen jagen. Drei Hasen brauchen wir. Wie viele kleine Steine haben wir jetzt? 21. Okay, Steine haben wir jetzt genug. Na, Bambi brauchen wir jetzt nicht. Die Fälle von dem haben wir ja noch. Aber wir brauchen Bambi. Quatschen, wir brauchen hier einen Hasen. Auch ein interessanter Baum hier.
Und da wollen wir demnächst mal umziehen. In naher Zukunft. Was ist denn das? Ringelblume. Ne, das ist ein Eichhörnchen. Eichhörnchen brauchen wir nicht. Auch wenn es Fleisch gibt, aber bestimmt nur ein kleines Fleisch. Wir brauchen aber einen Hasen. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwo was. Aber ich sehe nur keinen Hasen. Warte, war da einer? Neue Pflanze entdeckt, was? Ah, wenn wir jetzt aber schon mal hier sind, kann ich schon mal ungefähr erzählen, wie ich es dann hier genau geplant habe. Wir müssen jetzt aber ganz schnell was essen. So, ich habe ja vor, da vorne so eine Burg zu bauen und dass es immer so hier weiter runter geht. Und dann, dass hier so eine richtige Stadt wird. Die Stadt da hinten, die ich geplant habe, die habe ich schon verworfen. Das wird nicht so geil sein, wie ich gedacht hatte. Aber hier, wenn da oben dann erstmal so ein Palast ist, erstmal von uns. Was ist das? Erstmal ganz vorsichtig. Kann man es essen? Nein. Die kann man nicht essen. Ist es? Du kannst nicht mehr tragen, Ringelblume. 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 So, Ringelblume. Warte. Welche Form hat er? Diese. Mit Aloe Vera. Ah. Okay, davon haben wir jetzt genug. Also mehr können wir nicht. Ich habe vor, hier dann so eine Art Palast zu bauen. Und dass dann das hier hinter unser Garten wird. Mit so einem kleinen Steg, sodass das nach außen führt. Hier ist ein Koffer. Aber der ist mir jetzt egal. Und dass man dann hier ein bisschen so gucken kann. Ich glaube, wir haben hier was gefunden. Nee, muss ich zuerst. Ja, habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir hier noch ein Stück vom Steinschlosspistole finden. Irgendwie gefühlt überall, wo ich vorhabe, eine Siedlung zu bauen oder sowas, finde ich eine Steinschlosspistolenteil. Wie viel haben wir jetzt? Kombinieren, kombinieren, kombinieren. Wie viel fehlt uns noch? Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht Teile. Okay. Acht Teile. Naja, hier habe ich vor, auf jeden Fall dann so eine kleine Festung zu machen, dass der Baum quasi Teil des Gartens ist. Und dann so ein bisschen weiter da vorne kommt schon mal die erste Mauer.
So mit Tor und so, Steinmauer. So, das innen drin mit Holz. Also eigentlich so eine gestützt ist vom Dingens hier. Holzgestützt, aber dann so mit Steinmauer drumherum. Und dann, dass es weiter hier geht, so. Und dann, dass es da runter geht. Bis dahin. Und dass dann hier so ein kleiner Hafen gebaut wird, hier so drumherum. Und dass die Ureinwohner da auch noch dann abgesperrt sind. Dass hier dann so eine kleine Treppe ist, die runterführt und so. So ein Weg von dem hier. Mit Treppenstufen aber. Jetzt will ich ein paar Hasen haben. Und dann, dass hier so ein kleiner Hafen wird. Und dass dieses Boot dann quasi zum Teil des Hafens ist. Warte mal. Apropos Boot. Wir haben ja die Karte von Sahara. Wir können mal ausprobieren, ob wir dann da rein können. Da laufen wir sie wieder. Ich hätte jetzt gern wirklich einen Hasen. Und das. Okay, hier liegt jemand und wir haben irgendwas gefunden, aber habe ich jetzt nicht gesehen. Wo könnte wohl dieses Boot sein? Warte mal, wir haben jetzt hier wieder was. Das hatte 5, 4, 3, 2. Ja, komm, ganz unten. 1. Hatten wir den nicht schon? Ganz ehrlich, scheiß mal eben ganz kurz auf den Hasen. Ich habe Hunger. Computerteile. So, da haben wir noch eine Schildkröte. So, dann trinken wir den hier eben leer. Bauen uns ganz schnell eben ein kleines Feuerchen. So. Legen gleich 2 Stück Fleisch da drauf. Dann schwimmen wir eben mal darüber und dann gucken wir mal, was da drinnen gibt. So, komm schon. Muss jetzt fertig werden. Ja. Und so. Dann beeilen wir uns mal. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht vom Hai attackiert. Ich habe jetzt wenig Lust, die Knochenrüstung wieder zu verlieren. So. Und drauf. Hier gibt es wieder Geld, schön. So, wir haben ja hier. Zum Öffnen von Türen benutzt werden, hä? Okay, also hier kann ich das jetzt nicht benutzen. Schade eigentlich.
Kaloppelheinz und Muschi Klaus. Ja. Ist jetzt nicht die beste Zeit, um mit denen konfrontiert zu werden. Ja, schnappen wir uns eben das Seil, was hier ist. Und das hier. Und das hier. Und da sind noch ein paar Ureinwohner. Er scheint nur einer zu sein. Wo sind die beiden jetzt? Hallo, Kleins, Muschi Klaus, wo sind die hin? War doch gerade noch da. Jo. Ich würde sagen, wir gehen lieber wieder zurück nach Hause. Erstmal. Oh! Laufe ich genau dem entgegen. Aber hier haben wir noch eine Höhle gefunden. Ah ne, das ist die von uns letzte Mal. Da war ein Hase. Ich sehe den Hasen nicht mehr. Was da? Wo ist denn der hin? Jetzt finde ich den Hasen nicht mehr. Das ist ja klasse. Bambi, dich brauche ich nicht. Ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen ist kein Hase. Ist ein Hase. Ach nö. Ja, den Hasen haben wir. So, und ein Hasenfell und ein Hasenfleisch. Jetzt noch zwei. Da sind zwei.
Kann doch nicht sein. Ja, wir haben beide. So, erstmal den Pfeil. Und so. Können wir den auch noch mitnehmen? Ja. Den können wir auch noch mitnehmen. Aber hier hatte ich irgendwo noch einen Pfeil gehabt. Wo ist denn der hin? Da sind auch noch mal drei. Nice, aber... So, wir haben jetzt 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir nur noch für den Köcher ein Seil. So. Drei Hasenfälle haben wir. Warte mal, was brauchen wir noch? So, für den Steinbeutel. Drei Seile und ein Dings hier. Hasenfellstiefel könnten wir auch eigentlich jetzt machen. Da waren ja noch drei. Ich sehe dich. Komm. Egal, es wird jetzt langsam wieder dunkel. Ich habe jetzt nicht vor, von Ureinwohnern wieder überrannt zu werden. Da haben wir einen. Genau in der gelben Markierung, aber... Seht ihr nicht mehr. Ach, genau hier vor meiner Nase war einer. Haben wir den? Nein, haben wir nicht. Geil. Oder? Doch, das steht. Den haben wir erwischt. Ah, okay. Mehr Hasenfleisch können wir nicht mitnehmen. Wir können nur maximal drei Hasenfälle, Hasenfleisch mitnehmen. Hast du wieder einer? Komm, hier geblieben. Komm her, Hasi. Und den haben wir. Ein Fell noch. Ah, Galoppel 1. Bitte sag mir, der ist alleine und nicht mit Muschi Klaus. Komm her. Haben wir den getroffen? Ja. Sehen werden wir jetzt so oder so nichts. Ich glaube, das wäre das Beste, wenn wir wieder zurückgehen. Doch, Muschi Klaus ist auch mit ihm. Richtig mies wäre es, wenn da jetzt auch noch hier Thrombosen Jonas auch noch mit dabei wäre. Ah, und die Ureinwohner auch noch. Das Seil nehmen wir mit. Ah komm, die beiden hinten können wir auch mitnehmen. Packen wir eben ganz schnell hier drauf. Dann machen wir hier einen Abflug.
Eigentlich hatte ich vorgenommen, hieraus eine Baufolge zu machen, aber wurde doch eher eine Hasenjagdfolge. So, wir haben ja jetzt zwei Hasenfelle. Die sind noch essbar. Die müssen wir mal gleich aufhängen. So, wir brauchen drei Hasenfelle. Hasenfellstiefel. Insgesamt bräuchten wir eigentlich vier Hasenfelle. Und dann bräuchten wir nie wieder Hasenfell eigentlich im Grunde. Dann hätten wir alles, was mit Hasenfell zu tun hat, fertig. So. Nee, warte. So. Trinken wir eben was. Machen den hier weg. So, Stöcke haben wir zumindest 12. Mache ich schon mal ein Trockengestell fertig. Dann können wir schon mal die Hasen da reinstellen. Reinlegen. Boah, wie geil die Nacht mittlerweile aussieht. Bei der Art, wie ich die Einstellung vorher hatte, war der Sternenhimmel nicht so geil. Wie Standardeinstellungen. Da war es einfach nur schwarz, pechschwarz hier. Okay, der Wald sieht auch immer noch pechschwarz aus, aber vollkommen egal eigentlich. Nachthimmel sieht aber dafür deutlich geiler aus. So. Müssen wir jetzt hier nur noch einparken. So. Nehmen die beiden noch mit. Warum können wir hier drauf packen? So. Machen wir hier nochmal ein Trockengestell fertig. Einen, komm, wir nehmen den hier. Genau, dann hier ein, hier, hier. Den nehmen wir schon mal mit. Packen den da rein. Die hier eigentlich im Grunde trocknen und dann kann man die später essen. So, ich glaube, ich mach hier auch noch mal einen fertig. Den fangen wir auch schon mal an. Kann ich auch hier auch noch mal ein paar Schädellampen hängen. So, wo haben wir die? Da, Deckenschädellampe. Oh. Warte mal. So, bevor es schlecht wird. Dann machen wir, warte. Hier einen. So. Dann kommt hier auch noch mal einer. So. Dann will ich hier noch mal einen haben. Bräuchte ich hier auch noch mal einen. So. Ja, und dann könnte da auch noch in der Ecke einer hin. Aber dafür haben wir nicht mehr die Schädel. Aber trotzdem können wir hier schon mal den einen planen. Da kommt dann aber eher so dahin. Oh, Seile haben wir auch nicht mehr. Obwohl, Seile können wir ja selber machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Und so.
Dann brauchen wir nur noch einen Schädel und dann haben wir es fertig. Stöcke brauchen wir auch nur noch 100 Stück. Und wir können eigentlich schon mal die beiden Baumstämme auch schon mal oben platzieren. Oder wir platzieren die da hinten schon mal. So. Jetzt sagen wir, fangen aber mit der geilen Wand hier an. Hier. So. Dann können wir mal schauen, ob wir jetzt schon pennen können. Und mehr können wir noch nicht. Aber ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.